Sorry, ich bin auch nicht von hier. Sie sehen aus, als könnten Sie Hilfe benötigen. Haben Sie nicht vielleicht Google Maps? Wie Sie da hinkommen? Ach du, es ist ganz, ganz einfach, ne? Ach, das weiß ich auch nicht. Fragen Sie doch mal bei der Tanke nach. Die zweite links, dann wäre die erste rechts. Dann kommst du an der Tanke vorbei. Hey, hast du noch Bock auf eine Party? Sieht es aus, als ob du hier neu in der Stadt wärst. Dann musst du noch mal einen Kilometer geradeaus. Dann, glaube ich, die zweite rechts. Wo kommen Sie denn eigentlich her? Die da. Sag mal, wo ist das Freilichtmuseum? Also, wir waren da erst vor kurzem beim Freilichtmuseum. Und das war... Oh, es war wunderschön. Also, wenn Sie da sind, Sie müssen sich unbedingt die Fundstücke von 1750 angucken. Ein Erfinderreichtum vom Herrn, das sage ich Ihnen. Ah, oh, schöne Stadt. Schön, 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 schön. Ja, da war ich auch mal vor 10 Jahren. Dann noch mal einen Kilometer. Und hinter dem Famila, da findest du das. Easy, easy. Und wenn du da bist, grüßen wir mal den Jürgen, die alte Kackbratze. Absolut sehenswert. Aber, was war die Frage nochmal? Ah ja, die da. Sag mal, wo ist das Freilichtmuseum? Ist der Tante Emma-Laden immer noch da? Oh, ganz nette Verkäufer. Ja, früher sind wir immer saufen gegangen. Ne? Wir haben auch unseren Hauptschulabschluss zusammen gemacht, ne? Und sind dann danach in die Lehre gegangen. Es gibt echt Schöneres als Schönkirchen. Diese Stadt ist wirklich schön. Yoga macht der jetzt ab. Ich weiß nicht mal, was Yoga ist. Das Abendprogramm ist so vielfältig. Oh, ich hasse diese Stadt. Hier ist nichts los. Absolut realitätsnah. Oder etwa nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr Vorschläge habt für Dinge, die sich irgendjemand anhören muss, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich sehr über Vorschläge freuen. Ansonsten hoffe ich, dass es euch ein klitzekleines bisschen gefallen hat und euch unterhalten hat. Und ja, wir sehen uns nächsten Freitag um 13 Uhr wieder. Habt eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und au revoir. Oh Mann, immer die Leute, die vorbeifahren. Was soll das? Penner, ey.